Die Industrie steht vor einer technologischen Umwälzung. Es geht um die komplette Vernetzung des gesamten Produktionsprozesses. Blinde Maschinen lernen sehen und leblose Werkstücke werden intelligent. Jürgen Prokop spricht gar von der Social Machine. Durch intelligente Vernetzung kommen Maschinen in die Lage, Informationen untereinander auszutauschen und Fertigungsaufträge eigenständig abzuarbeiten. Die Vision ist die Social Machine, die sich in den Fertigungsprozess einbringt und ihn schneller und flexibler macht. Im Maschinen- und Anlagenbau hat sich für solch hochgradig vernetzte und intelligente Fertigungsperspektive der Terminus Industrie 4.0 etabliert. Diese Fabrik der Zukunft ist ohne alles durchdringende Software nach Expertenmeinung nicht mehr zukunftsfähig, mit gravierenden Auswirkungen auf den Produktionsprozess. Bei Industrie 4.0 handelt es sich ja um einen Paradigmenwechsel. Wir gehen weg von einer zentralen Fabriksteuerung zu einer dezentralen Steuerung. Der Rohling sagt sozusagen, wie er bearbeitet werden will. Er beantragt beim Roboter, bitte färbe mich rot oder schleife mich an der und der Stelle. Das ist eine völlige Umkehrung der bisherigen Produktionslogik. Die jüngst veröffentlichte Studie zu Smart Factories und Co., durchgeführt vom mächtigen VDE, dem Interessenverband der deutschen Elektrotechnik, offenbart, was ihre Mitglieder erwarten. Sie schätzen, dass in einem Zeitraum von 12 Jahren Wirklichkeit wird, was Visionäre heute skizzieren. Eine Entwicklung, die in Konzernen schon weit fortgeschritten ist, muss im Mittelstand allerdings erst noch ankommen. Und dann gilt es, vor einer massiven Umsetzung auch noch einige Hürden zu nehmen. IT-Probleme, fehlende Standards, hoher Qualifizierungsbedarf und zu wenig ausgebildetes Personal. Das Innovationsmagazin Technology Review aus dem Heise Verlag begleitet einschlägige Entwicklungen seit 10 Jahren. Es ist der junge deutsche Ableger der altehrwürdigen amerikanischen Zeitschrift gleichen Titels, die aus dem berühmten Massachusetts Institute of Technology stammt. Manfred Pietschmann hat das Magazin 4 Jahre als Chefredakteur journalistisch verantwortet. Heute ist er Mitherausgeber des Blattes und kümmert sich in erster Linie um die strategischen Belange. Das 10-Jährige feiert die Zeitschrift mit einem bunten Strauß an Aktivitäten für die Leserschaft, die vorwiegend aus der Industrie und den Technikwissenschaften kommt. Wir haben jetzt dazu diesem Jubiläum einige Aktivitäten gestartet, die wir zum ersten Mal machen. Und eine dieser Aktivitäten ist der Innovationskongress. Das Thema des erstmaligen Kongresses ist Industrie 4.0. Der Kongress steht unter der Leitlinie Wissenschaft trifft Wirtschaft. Welches Ziel will die Technology Review mit der Veranstaltung erreichen? Geht es um die große Vision der Theoretiker oder mehr um Hilfestellung für Kongressbesucher, die nach konkreten Erfahrungen suchen? Wir wollen eigentlich diesen Kongress speziell abhalten unter dem Begriff der oder unter dem Ziel der Praxisnähe, damit tatsächlich die Teilnehmer selber viel an nutzbarem Wissen mitnehmen können. Es geht um die Frage, wie man jetzt in den nächsten Jahren Industrie 4.0 dann in die Fabriken implementiert. Es geht um die Frage, was das kosten, welchen Nutzen das bringt und auch, welche Probleme man sich möglicherweise damit einfängt. Die Redaktion fühlt tagtäglich den Puls der Zeit, kennt die wichtigen Player und weiß, wer als Referent zum großen Thema Essentielles beitragen kann. Einige davon hat sie für die Aufgabe ausgewählt, den Teilnehmern an 2 Kongresstagen Rede und Antwort zu stehen. Das sind zum Teil Leute aus der Wissenschaft, aber eben halt auch Leute, die jetzt in ihren Unternehmen bereits erste Aspekte und Ansätze von Industrie 4.0 umsetzen und daher auch ihre ersten Erfahrungen weitergeben können an die Teilnehmer. Wir haben diverse hochkarätige Referenten eingeladen. Unter anderem den Präsidenten der Nationalen Akademie für Technikwissenschaften, Professor Henning Kagermann, oder auch Wolfgang Walster, den Geschäftsführer und wissenschaftlichen Leiter des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz. Dazu dann auch jemanden vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, Herr Holger Juncker, der spezialisiert ist auf Security-Fragen innerhalb der produzierenden Industrie.
Und natürlich sind bei uns auch die großen Leitunternehmen der deutschen Wirtschaft vertreten, wie Siemens oder Bosch beispielsweise. Im Rahmen des Kongresses wird es auch eine festliche Preisverleihung geben. 2013 schreibt die Redaktion der Technology Review in Deutschland erstmals den Wettbewerb Innovatoren unter 35 aus. Dazu muss man vielleicht sagen, dass auch unser Preis nicht neu ist, sondern er ist eine adaptierte Version des Preises, mit dem unsere US-Kollegen bereits seit 13 Jahren jetzt unterwegs sind. In den USA ist der TR35 ein inzwischen sehr renommierter Preis und sehr begehrt unter jungen Nachwuchsforschern und Entwicklern. Und wir hoffen, dass wir diesen Preis bei uns in der adaptierten Form ebenso etablieren können und zu einer begehrten Trophäe machen können. Zu den Gewinnern zählen Größen wie der heutige Chefdesigner von Apple, Jonathan Ive, Larry Page, der Gründer von Google, oder Facebook-Inventor Mark Zuckerberg. Aber auch Wissenschaftler mit weniger Popularität haben den Preis schon gewonnen. Michelle Povinelli gehört dazu, die als theoretische Physikerin Modelle für die Interaktion von Photonen und komplexen Materialien entwarf. Oder Ed Boyden, der eine neue optogenetische Methode der Beobachtung neuronaler Vorgänge im Gehirn entwickelt hat. Der Kongress wird den feierlichen Rahmen bilden, die jungen Preisträger mit ihren innovativen Leistungen zu würdigen. Die Technology Review betritt mit der Veranstaltung Neuland. Solch ein Schritt ist immer auch ein Wagnis mit unbestimmtem Ausgang. Deshalb wollte ich zum Schluss von Manfred Pietschmann noch wissen, was braucht es eigentlich, damit die Technology Review den Kongress für sich als Jubiläumserfolg verbuchen kann? Also mein persönliches Ziel ist, dass hinterher alle Teilnehmer, die Geld dafür bezahlt haben, zufrieden wieder nach Hause fahren und sagen, das war ein toller Kongress. Zweitens möchte ich natürlich, dass die Marke Technology Review damit gestärkt wird. Das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Wenn der Erfolg im Inhaltlichen da ist und die Teilnehmer zufrieden sind, wird das sicherlich auch die Marke stärken. Naja, und falls wir dann noch ein paar Euro damit verdienen, wollen wir uns nicht beschweren.